Im Schutze der Dunkelheit rasen ukrainische Seedrohnen über das Meer. Ihr Ziel? Ein russisches Kriegsschiff. Einer ukrainischen Spezialeinheit ist während einer nächtlichen Militäroperation offenbar ein herber Schlag gegen Putins Schwarzmeerflotte gelungen. Aufnahmen, die das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlichte, zeigen, wie mehrere Seedrohnen im Rumpf eines Kriegsschiffes einschlagen. Aus der Ferne filmt eine Kamera kurz darauf eine massive Explosion. Ukrainischen Angaben zufolge hätten mehrere Volltreffer der Seedrohnen das russische Schiff versenkt. Auf Videos ist zu sehen, wie der Schiffsrumpf senkrecht aus dem Wasser ragt. Bei dem versenkten Schiff soll es sich um die russische Raketenkorvette Ivanovets handeln. Kostenpunkt rund 60 bis 70 Millionen US-Dollar. Das Schiff soll sich zum Zeitpunkt des Angriffs auf dem Donuslawsee auf der besetzten Halbinsel Krim befunden haben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.